Hallo liebe Leute, Ding Deadman hier on stage. Willkommen zurück bei Video Tennis Form. Wir machen direkt weiter. Vieles erlebt. Glück und Champion. Ihre Familie ist sicher stolz auf Sie. Ich muss mir Mühe geben. Fast hätte ich vergessen. Sehen Sie im Terminplan oben rechts die Anzeige restlicher Tage. Das ist der Count zum größten Turnier in Ihrem Gebiet. Wenn Sie es nicht rechtzeitig zum Auslandsort schaffen, wird Ihnen für unpassende Verhalten eine Strafe verhängt. Rutschaft Winner, ich war für ein Spiel in diesem Fall. Könnte ich sie um ein Spiel oder einfach ohne mit Spitzspiel aussuchen? Wenn das klappt. Wir wollen natürlich dahin. Was ist das? Okay, Rutscher. Abziehen, kein Problem. So eine Rutscher Federer. Easy going. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Da macht er nichts. Aber das war auch ein schlechtes Spiel, ey. Zum Glück hat er eh nichts bekommen. Hasse es. Ich hasse es. Wenn man nicht zu den Scheißballen geht. Friss den. 40, 30. Da macht er nichts. Schlecht gespielt. Spiel. Genau gespielt. Oh, dann wird das schon enger, ey. Aha. Boah, der pennt einfach. Schöner Return eigentlich. Er hat auch schön bekommen. Oh. Damit hat er selbst nicht gerechnet. Da kommt der noch dran. Kriegt er mit schönen Return zurück. Wenn der wieder so schlecht hingeht, fragen wir auch. Stoppball. Ha! 15,40. Matchball und Breakball. Schön. Jetzt schön Stoppball einrauen. Und direkt ans Netz. Netz. Wow. Ah. 30, 40. Eng. Schlecht gespielt. Besser. Noch besser. Schlecht. Zurück auf die Grundlinie. Drin. Yeah! Deutscher Federer. Du bist nichts. Ich bin alles. Ja, 10 Punkte plus 2000. Sie haben Roger Federer besiegt. Sie haben noch 5 Showmatches. Sie haben 5 Roger. Oh. Sie sind der einzig wahre. Ich freue mich schon auf das nächste Turnier. Auf Verholung komme ich wohl nicht. Hi, ich bin's Chris. Wir haben noch mehr Fans bei Ihnen. Jetzt sind wir schon zu viert. Oh, mit der Kondition, ey. Und da ist es. Wir haben es endlich geschafft zu einem der vier wichtigsten Matches in der Mannschaft. Das Thrill and Challenge. Wenn Sie keinen Platz bekommen, müssen Sie mit dem Qualifizierung beginnen.
das nämlich schön. Versuchen Sie also Ihr Bestes, einen Platz zu bekommen. Habe ich das schon? Eigentlich qualifiziert, nur mit den Sternen. Oh, auf 10 gewachsen. Übertrainiert, ich springe jetzt einfach mal Training. Also wir haben ein Erholungsticket. Ganz wichtig, schlagen Sie so, wie Sie möchten. Für die gute Zielschlagschläge ist es wichtig, in eine Position zu gehen, bevor der Ball kommt. Doch seien Sie vorsichtig. Sind Sie beim Schlagen einer falschen Schlag, kommen Sie womöglich aus dem Gleichgewicht und das Niveau. Wenn Ihnen das Gefühl für die richtige Position fehlt, empfehle ich Ihnen einen Übungsschmerz, um auszuprobieren. Aha. Toll, jetzt wäre so darauf gekommen. Egal, spenden. 15 Sterne noch. Oh, Mandic. Gegen Djokovic? Treten Sie auf die Schalter. Ja. Oh. Fehlt nix. Jawohl, Punkte drin. Oh, da war ein schöner Return. Zu fixiert auf die Schalter. Auswählen. Points. Yeah! Machen wir doch. Ich will Ihnen von der SP-Preisen erzählen. Zu der Saison werden Spieler mit herausragenden Leistungen und bestimmten Mitteln Preise für den Rest. Bei der Preise werden Sterne aufgegeben. Insgesamt gibt es 6 Preisgedrehen. Erste Anzahl Turnierwege, zweite Geschwindigkeit, mit der die vier größte Turnierreich kommen, drittes Aufschläge mit maximaler Kraft, viertens Anzahl der Punkte, die Schläge. Fünftens Anzahl der Punkte durch Superschläge, sechstens Anzahl der Besucher bei der Fitzveranstaltung. Diese ganze Pause nachzuhören ist ja ganz schön gut, aber lassen Sie sich nicht ablenken. In erster Linie sollten Sie auf den Sternen auch völlig aufbauen. Ja, da stand jetzt nicht mehr drin, als dass ich den zum Doppelpartner nehmen kann. Zack, Novak Djokovic, besser geht da gar nicht. Training Day. Ja. Scheiben auf 2. Habe ich letztes Mal vergeigt. Was kann ich für Minuten mit Schwärmen spielen? Verschlagen Sie die Ziele. Großartiger Schlag. Er sagt großartiger Schlag, danach vergeigt ihn. Großartiger Schlag! Punkte schon mehr drin, ja. Da will ich noch mehr rausmachen. So. Beeilen Sie sich! Komm, rote Scheiben. Großartiger Schlag! Großartiger Schlag! Die roten Scheiben nicht. Großartiger Schlag. Komm auch noch ein paar aus. Immer noch. Erfolg. Ja, wir haben erwischt. Fast der Doppelte. Ganz knapp. Stufe 10 Schlagfertigkeit. Ja, harte Schläge. Dann immer noch gleich zurück. Level 3. Endiger Swing. Das bedeutet, dass wenn ihr aus der Schädfolge teilen Sie. Sie hier zu sein, dass sie top Form sind, okay. Sie sieht so aus, als hätten sie eine Stilung falsch. Ich schlage ihnen vor, ja, ich wechsle jetzt aus. Den Spielern Fuß zu kontrollieren, sie besser werden, indem sie
Orchester empfehlen Sie Ihre Konzentration zu und verbessern Sie Ihre Leistung. Haben Sie die Konzentration? Können Sie einen Superschlag einsetzen? Alles klar. Mach mal doch. Stilübung, harte Schläge. Soll die auch schon ausrüsten, ne? Ne, kein Stil, nicht harte Schläge. So. Benefiz. Sie haben es aber eilig. Warum machen Sie nicht einfach keine Erschwingung? Ja. Schnellstes finde ich schon. Drei Sterne. Also erst erhole ich mich. Drei, da komme ich auf. Wann bin ich da überhaupt keinen Bock drauf? Ich lieber die Eier sammeln. Eier sammeln. Holen Sie sich die Eier. Autsch! Erstmal einfach nicht die Kombo machen. Erstmal nur auf Punkte achten. Beeilen Sie sich! Ich krieg ihnen alle Eier, ey. Autsch! Kicken down. Erfolg! Gekriegt in letzter Sekunde. Als Dreifache. Yep, Level 2. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Cut, weil Zeit zu viel und so.